Ich möchte mein Publikum auch ein bisschen fordern, natürlich. Obwohl man ja sagen muss, dass Berg von den Komponisten, Schönberg, Webern und Berg, der zugänglichste ist beim ersten Hören. Aber man kann natürlich auch wunderbar sprechen über ja, den ganzen Hintergrund, den das hat. Man kann auch wunderbar sprechen über die Art und Weise, wie Berg für Orchester komponiert. Also da gibt's ganz viel, was man vermitteln kann, finde ich. Und man kann es auch ganz konkret an der Wahl des Instrumentariums bei Berg sehen, der zum Beispiel Vibraphon benutzt, mit Vibrato und Saxophon sehr gerne einsetzt. Und die Musik hat sowas leicht anrüchig, wäre zu viel gesagt, aber sie hat so das gewisse Etwas, wo man denkt, ja, es ist eben so ein gewisses Etwas. Alban Berg hat seine wunderbarsten Stücke, also die Lulu zum Beispiel, natürlich auch für eine Frau geschrieben. Insofern darf die Lulu-Suite nicht fehlen und eine der großartigsten Sängerinnen überhaupt für diese Art von Musik ist Christine Schäfer.